Wenn Karo Murat zuschlägt, können sich seine Gegner nur in Acht nehmen. Sein Profidebüt feierte der Sohn armenischer Eltern am 23. September 2006. Seit April 2008 ist er sogar Europameister im Supermittelgewicht. Aber Karo Murat gibt nicht nur im Ring Gas. Zwei Stunden zuvor in einem Autohaus. Bei so vielen Pferdestärken wird selbst ein Boxer weich. Nach kurzer Zeit stehen schon die ersten Fans Schlange. Du wohnst seit 2,5 Jahren in Berlin. Wie fühlst du dich da? Hat sich dein Leben seitdem verändert? Na gut, verändert sage ich nicht. Ich bin immer noch den alten Karo, sag mal so. Aber boxerisch bin ich jetzt ein bisschen nach oben. Also ich bin mittlerweile jetzt Europameister geworden. Und ja, und Berlin ist einfach eine tolle Stadt, große Stadt. Aber mir macht es immer wieder Spaß, wenn ich nach Kitzingen komme und auch mal nach Würzburg komme und zu meinen Freunden und zu meiner Familie. Zurück im Training. Mit 13 Jahren fing der heute 1,79 Meter große Karo mit dem Boxen beim KSV Kitzingen an. Mann gegen Mann zu kämpfen hat ihn von Anfang an fasziniert. Sein älterer Bruder Koko ist ebenfalls Boxer, aber nicht im Supermittelgewicht bis 76,2 Kilogramm wie Karo, sondern zwei Gewichtsklassen darunter, im Halbmittelgewicht. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Bruder. Wir stehen in guten und schlechten Zeiten immer zusammen, ob es uns gut geht oder schlecht. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir jetzt da angekommen sind, wo wir sind. Der Boxsport verlangt ihm viel Disziplin ab. Die Vorbereitungszeit für einen großen Kampf beginnt meistens 6 Wochen zuvor. Von Anfang an machen wir Ausdauertraining, Konditiontraining dann kommt und dann Krafttraining. Ja, und dann letzte 3 Wochen fangen wir an Spezialtraining. Spezial heißt, also wir machen Sparring. Also ich bekomme dann Sparringpartner, die boxen dann gegen mich. Und letzte Woche dann machen wir aktive Erholung. Und das heißt, also wir bewegen uns, gehen locker laufen, locker Schattenboxen und dann kommt der Kampftag. Da muss man topfit sein, mit Kopf. Kopf ist sehr wichtig. Wie fit ich bin, wollte ich natürlich auch herausfinden und habe mir von Karo ein paar Boxübungen zeigen lassen. So leicht wie von mir lässt er sich von seinem Gegner natürlich nicht K.O. schlagen. Karo Murat hat ein großes Ziel und dafür trainiert er hart. Mein großes Ziel ist, dass ich Weltmeister werde. Also ich habe davon geträumt, aber wie man sagt, man muss nicht nur träumen, sondern auch die Träume leben. Und er ist auf dem besten Weg, seinen Traum zu verwirklichen. Weltmeister im Supermittelgewicht. You don't need to catch poppin', oh yeah, you don't need to.